Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute werde ich das perfekte Steak zubereiten und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Ich möchte die drei Steaks, die ich hier vor mir habe, auf drei unterschiedliche Arten garen. Das eine ist Sous-Vide, das andere wird indirekt auf dem Grill sein. Und die letzte Methode wird sein, dass ich das auf dem Grill bei direkter Hitze angrill und dann ruhen lasse. Und später schaue ich mir dann jeweils die Ergebnisse von den drei Steaks an. Ich habe hier Rinderhüftsteak vom Bœuf de Hohenlohe. Die Steaks sind alle zur gleichen Zeit aus dem Kühlschrank gekommen und sie sind alle aus einem Stück geschnitten worden. Ich werde die drei Steaks mit so einem Küchengarn binden. Dadurch erhalte ich die schöne Form und ich habe ein gleichmäßigeres Garn. Dafür nehme ich mir einfach die Schnur. Verlegt die hier so recht mittig, drückt das Ganze ein bisschen an. Es muss jetzt nicht super fest sein, es soll dem Ganzen einfach nur ein bisschen Stabilität geben. Ziehe das zusammen und mache hier einfach einen Knoten. Und genau das gleiche mache ich jetzt auch mit den anderen Steaks. Wenn ich alle drei Steaks gebunden habe, dann nehme ich meinen ersten Steak, mache das hier in den Vakuumbeutel und vakuumiere das dann gleich. Ich werde alle Steaks erst nach dem Garn würzen, weil wenn ich jetzt hier Salz in den Vakuumbeutel mit reingeben würde und dann tritt Wasser aus und dann trocknet es mehr aus wie die anderen eventuell, wird es natürlich das Ergebnis verfälschen. Somit würze ich einfach alle zur gleichen Zeit und es wird dann nach dem Garn sein. So sieht das Ganze dann aus und das gebe ich hier jetzt bei 50 Grad in das Wasser. Ich schätze mal, dass es nach 20 Minuten schon fertig ist, aber ich lasse es sicherheitshalber mal 30 Minuten drin. Das Steak gare ich indirekt auf dem Grill. Ich habe hier nur den rechten Brenner an, ich lege das hier ganz links hin und lasse das hier einfach gar ziehen, bis ich bei einer Temperatur von ca. 50 Grad bin. Ich will am Ende alle drei Steaks so bei 52 Grad haben. Bei dem letzten Steak warte ich noch ein bisschen, weil es natürlich viel schneller gehen wird wie die anderen beiden. So, das Steak, wo ich indirekt gar, war gerade schon bei 49 Grad. Ich check das Ganze jetzt nochmal und ich werde es dann auch zeitnah runternehmen. Ja, 48 Grad. Ich nehme das jetzt auf jeden Fall runter, lasse das hier einen Moment liegen und werde es dann mit dem anderen zusammen gleich nochmal angrillen. So, als allerletztes habe ich jetzt das Steak, das ich jetzt einfach auf dem Keramikbrenner angrillen werde und dann gar ziehen lasse auf dem Grill. Das Steak, das ich indirekt grill, das werde ich jetzt anbraten. Das Ganze mache ich jetzt nicht auf dem Keramikbrenner. Warum, werde ich euch nachher zeigen. So, das Steak, das ich angegrillt habe, das gebe ich schon mal zum Ruhen. Das Steak, wo ich bei direkter Hitze angegrillt habe, hat schon 54 Grad gehabt. Deswegen gare ich alle anderen Steaks jetzt auch auf 54 Grad. Das, wo ich indirekt gegrillt habe, gebe ich jetzt auch zum Ruhen. Und als allerletztes nehme ich das Sous-Vide gegarte Steak aus dem Beutel raus. Ich checkiere die Temperatur kurz, wo das gerade steht. Ja, bei 48 Grad, also circa um die 50 Grad. Tupfe das Steak mit bisschen Küchenrolle ganz kurz ab und grill das Ganze dann auch kurz an, aber ebenfalls nicht auf dem Keramikbrenner. So, das Steak ist jetzt auch bei 54 Grad. Ich lasse das jetzt auch noch kurz, so 5 bis 10 Minuten ruhen und dann schneide ich mal alle drei Steaks an. So, die Steaks haben jetzt circa 10 Minuten geruht. Das war das Steak, wo ich bei direkter Hitze angegrillt habe. Das war das bei indirekter Hitze und das war, wo ich Sous-Vide gegart habe. Dann schneide ich alle Steaks mal an. So sieht das Ganze aus jeweils. Dadurch, dass ich mit der Kerntemperatur ein bisschen höher gegangen bin, sind natürlich jetzt alle medium rare. Aber ich habe sie ja alle auf den gleichen Garpunkt gezogen. Kurz erklären, warum ich nicht alle auf dem Keramikbrenner gemacht habe. Das sieht man ganz gut am Schnittbild. An sich habe ich hier ein schön rosanes Steak. Jedoch sieht man, dass ich hier einen starken grauen Rand habe. Das habe ich hier fast gar nicht, bis nur sehr wenig. Hier sieht man ein bisschen den grauen Rand, aber auch relativ wenig im Gegensatz zu dem. Und das habe ich durch die starke Hitzeeinwirkung, kriege ich natürlich schön Röstaromen. Aber bei so einem dünnen Steak oder beim dünnen Stück Fleisch habe ich dann halt auch den grauen Rand, was eigentlich sehr unschön ist.
Von der Festigkeit her kann ich sagen, dass das hier am kompaktesten wirkt, das in der Mitte liegt und das Sous Vide Steak am weichesten ist. Hier ist natürlich so, weil ich mit hoher Temperatur rangehe, die Temperatur schnell einwirkt, zieht sich das Ganze schneller zusammen und wird halt kompakter. Und hier gleicht es halt relativ schonend und sehr langsam. Deswegen muss man auch bedenken, je nachdem was man mag. Normalerweise mag man eher ein Steak, das schon ein bisschen Biss hat und ein bisschen fester ist. Jedoch muss man natürlich sagen, beim Sous Vide Garen kann ich das Steak auf eine Temperatur, die ich haben möchte, garen und muss es dann einfach nur noch angrillen. Also ist es relativ einfach zu machen, weil ich hier einen Garpunkt quasi im Wasserbad einstellen kann, das Fleisch dann mit meinem Vakuumbeutel reinschmeißen kann und das dann auf die gewünschte Temperatur gar ziehe und dann einfach nur noch Anbrat und Röstaromen dazu gebe. Geschmacklich sind die Steaks natürlich alle top, jedoch gibt es hier natürlich Unterschiede. Bei dem, das ich direkt angegrillt habe, da merkt man sofort die Röstaromen, man hat sofort diesen Röstgeschmack, man merkt einen leichten Crunch von der Kruste. Es ist aber ein bisschen fester, ein bisschen zäher, würde ich sagen. Bei dem, das ich indirekt gegart habe, das ist ein bisschen weicher. Ich habe nur noch ein kleines bisschen von diesen Röstaromen und bei dem, das ich Sous Vide gegart habe, da merkt man schon, das ist schon sehr weich. Also es hat ein sehr weiches Mundgefühl, es ist sehr einfach zum Kauen. Hier habe ich natürlich nicht so viele Röstaromen. Ich könnte es natürlich Sous Vide garen und dann auch auf dem Keramikbrenner machen. Aber ich wollte ja hier das mit dem grauen Rand zeigen, dass man das halt in Kauf nehmen muss, dass man nicht mehr so ein schönes Schnittbild hat, wenn man das bei hohen Temperaturen angrillt. So würde ich jetzt am Ende sagen, wir haben das perfekte Steak gefunden. Ich würde sagen, das perfekte Steak gibt es nicht. Das ist immer eine Geschmackssache. Der eine mag es mehr mit den Röstaromen, das stark angegrillt ist. Der andere will ein schönes Schnittbild haben. Und dann kommt noch das Ganze mit der Konsistenz dazu. Der eine mag es eher ein bisschen fester im Biss, der andere vielleicht ein bisschen weicher. So ist es einfach eine Geschmackssache. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, man sollte auf jeden Fall immer ein Thermometer verwenden, weil ich damit einfach exakt arbeiten kann. Nicht so wie mit der Fingermethode. Und da ist es dann auch abhängig, was für ein Fleisch ich habe. Dann kann ich teilweise diese Fingermethode gar nicht anwenden, weil sich das unterschiedliche Fleisch einfach anders verhält. Und ich meine jetzt hier keinen unterschiedlichen Cut, sondern einfach teilweise ist die Aufzucht der Tiere anders, wie sie gefüttert wurden und so weiter. Und rasseabhängig ist es teilweise auch. Und dann ist es einfach besser, wenn ich mit einem Thermometer arbeite. Hier kann ich die unterschiedlichen Garpunkte dann auch irgendwo nachschauen, im Internet oder in Büchern. Hier finde ich die Teubner-Bücher ganz gut. Was ich abschließend noch sagen kann, ist, man sollte auf jeden Fall immer ein gutes Stück Fleisch verwenden und das Fleisch nicht durchhetzen. Also man soll sich doch ein bisschen Zeit lassen bei der Zubereitung. Dann wird das Ganze auch auf jeden Fall ein gutes Ergebnis haben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.